Tag Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Gaming Nisi mit einem Reaction-Video, denn gestern, was heißt heute Morgen, hat es nicht so ganz funktioniert, weil ich dann aufgehen musste, weil ich habe die ganzen Bälle habe ich mir alles auch schon gekauft und so weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich habe schon mal reingespickt. Auf jeden Fall Ehrenmann spielt CSGO. Der Typ ist auf jeden Fall unten in der Infobox verlinkt, checkt ihn ab. Heißt Büsselschüssel, ich werde seinen Kanal verlinken und jo. Schon mal Ehrenmann, er spielt CSGO, Alter. Kuss, geht raus. Also, Chat, ihr könnt gerne mal reinschreiben, wer von euch spielt CSGO. Hey und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Müsli-Schüssel und heute möchte ich mal über das Thema Schule reden, so. Beziehungsweise wie es so bei mir ist, so was mich daran nervt bei mir an der Schule, so. Weil ich derzeit keine wirklichen Themen habe und einige Storys noch nicht derzeit erzählen kann. Außerdem, falls ihr wollt, dass ich eure Geschichte mal erzähle, da sage ich natürlich direkt am Anfang des Videos auch, dass die Geschichte nicht von mir ist. Und dann müsst ihr mir einfach auf Instagram schreiben, den Namen seht ihr jetzt hier eingeblendet. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne nachholen. Erik, was und geht? Vielleicht kann ja irgendjemand von euch ein bisschen designen und könnte mir, wenn er mal Lust hat, einfach ein cleanes Banner erstellen. Einfach mit Müsli-Schüssel als Namen und eine Müsli-Schüssel so als Bild. Vielleicht auch irgendwie ein PB, falls ihr mal Lust habt, so. Schreibt mir einfach, wie gesagt, auf Instagram. Okay, achso, auf Instagram. Warte mal. Wir gehen in die Comments, kurz euch auf jeden Fall, ich finde deine Stimme eigentlich so voll gechillt, also no joke. Du hast für mich, meiner Meinung nach, in der berühmten Springer, CSGO Club Offensiv, Kuss geht raus, Bruder. So Beschreibung. Es freut mich, dich auf meinem Kanal zu begrüßen zu dürfen. Hier kommen hauptsächlich Stories, Videos von mir. Manchmal auch eventuell lustige Games. Hauptsächlich wird sich dieser Kanal aber um mein Leben drehen. Okay, Digga? Kann man? Ist schon mal nicht schlecht. Muss man sagen, ist schon mal nicht schlecht. Junge, Erik, Alter, schwöre Gott, Digga. Drei Kommentare, ich schwör. Ries Domi, Frau Schwarzgesicht, ich kack ab. Nimm Alk in die Schule mit, dann wird dein Tag besser sein. Bruder. Antwort. Okay, weiter geht's mit dem Video. So, dann will ich aber auch sagen, fangen wir direkt mal mit der Real Talk Story an. Also wichtig zu wissen ist, ich befinde mich derzeit in der 10. Klasse und dann. Okay, dann bist du 15 oder 16. Sicher ist das ja keine Story, oder ich weiß nicht, ob man eine Story nennen kann. Nur mich würde es gerne interessieren, Bruder, gehst du Hauptreal oder Gummi? Also das musst du nicht beantworten oder so, aber kannst du gerne mal in die Kommentare gerne mal reinschreiben, auf Ehre, Digga. Also so schon seit der 8. Klasse, sag ich mal. So, und zwar haben wir in der 8. Klasse eine neue Lehrerin bekommen. Wir nennen sie jetzt beispielsweise Frau Schwanzgesicht. So, und Frau Schwanzgesicht hatte von Anfang an irgendetwas gegen Russen. Und ich bin ein Russe. Ein Kollege von mir hatte letztendlich auch irgendwann keinen Bock mehr auf sie, so. Er hatte auch in ihren Fächern immer irgendwie schlechte Noten, egal was er gemacht hat. Dann hatte er halt auch erstmal die Klasse gewechselt. Und ein anderer Kollege, der ist Scheiß Junge, der ist fucking Genius, Junge. Der Typ, 7 unendlich Billiarden IQ, Junge, grüße gehen raus an dich. Ist by the way auch ein Russe. Servus Jungs, ich bin's. The Game Ages. Kappa Klaus. Und der hätte eigentlich eine 1 in einigen Fächern von ihr zum Beispiel, wo sie halt entscheiden dürfte, 1 oder 2. Und sie nimmt natürlich eine schlechtere Note. Jetzt fragt euch berechtigterweise auch. Übersteuerung. War auf jeden Fall brutal, Bruder. Was genau macht die denn alles, diese Frau Schwanzgesicht? Was macht die so schlimm? Hat sie einen kleinen Schwanz oder wo ist das Problem? Da kann ich euch ganz schnell sagen, nein, das ist nicht das Problem. Und zwar sieht man von Anfang an bei ihr, dass sie hardcore anders irgendwas gegen Russen hat.
und dass sie anders Weiber bevorzugt. Das kommt öfters vor, aber Bea ist es halt, dass das schon bei ihr das andere Level so. Sie ist gefühlt so die Junge, keine Ahnung, so, also andere Level schon, so andere Ebene. Andere Ebene, so, sagen wir mal, wir vergleichen Moneyboy mit Kollegas, dasselbe so. Digga, das ist schon andere Ebene. Chat, next level, next level. Gibt's zum Beispiel so immer irgendwelche Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel eine Schülerin in der Klasse, so. Die frisst zum Beispiel in Fachräumen. Ich weiß, ob es bei euch auch so ist, man darf in Fachräumen nicht essen. Das ist sowas, wo man Biochemie und so eine Kacke hat, so. Da frisst sie halt drin, so. Trinkt, Junge. Macht sich hinten ein scheiß Restaurant auf. Lädt ihre ganze Familie da ein, Alter. Die essen da alle zusammen, so, dies, das. Juckt die Lehrer natürlich nicht. Dann komme ich so. Ich hab ein fucking, hier, wie heißen diese scheiß Teile? Keine Ahnung, so ein Kaubonbon im Mund, so, ne? Meinst du, Bro, meinst du zufälligerweise Mauern, Digga? Meinst du Mauern? Am Ende der Stunde, so. Verstehe ich aber auch, dass ich da aufgeregt, dass ich was im Mund hatte, so. Aber da war trotzdem die Fairness nicht da und das war ein normaler Raum. Da meinte sie zu mir so, so mein Junge, ja, du krasser legendärer Erik, ja, du gehst jetzt, auch wenn 5 Minuten vor Schulende ist, ja, nochmal vor die Tür. Das geht zu weit, das bringt den Fass zum Überlaufen. Sie hat no joke gesagt, das bringt den Fass zum Überlaufen. Das bringt den Fass zum Überlaufen. Ich schwör. Und dann gibt's eigentlich einfach noch so unendlich viele Kleinigkeiten, die einfach so abfacken, so. Wo einfach diese eine Schülerin zum Beispiel bevorzugt oder generell einfach weibliche Personen. Aber da kommt es mir so vor, dann denke ich mir manchmal auch so, was habt ihr abends zusammen gemacht, so, dass ihr euch so sehr verträgt, so? Was habt ihr getan, so? Habt ihr euch gegenseitig eingeblasen oder was habt ihr gemacht? Das müsst ihr mir irgendwie mal erzählen. Dann würde ich aber auch sagen, was schon mit diesem Video ist, gibt es jetzt noch vieles, was ich zu ihr erklären könnte. Da würde das Video aber 20 Minuten lang gehen und darauf habe ich keinen Bock. Und ihr habt wahrscheinlich jetzt schon keine Lust mehr. Falls ihr überhaupt bis hierhin geschaut habt, schreibt Erik hat einen kleinen Schwanz in die Kommentare. Da will ich auch sagen, was ist mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein und passt wie immer auf euren Bart auf. Okay, Digga, an der Stelle muss ich schon mal sagen, ich bewerte jetzt das, was ich jetzt mal gesehen habe, Chat, okay? Ich bewerte jetzt das, was ich jetzt mal so gesehen habe. Also, warte, klappt das genauso? Also, er hat, so wie es ausschaut, eine Story zugeschrieben bekommen, oder ob das von ihm ist, weiß ich gerade eben nicht. Warte mal, Sekunde, vielleicht fehlt mir eine. Ey, und heute möchte ich mal über das Thema näher. Egal, auf jeden Fall hat man dem eine Story zugeschickt oder er hat eben eine Story halt eben bekommen. Und es ist dann so, dass diese Lehrerin, beziehungsweise ja, sowas kenne ich auch, also von meiner Schulzeit, ich war auf dem Gymi, jetzt bin ich auf der Realschule, kenne ich auch. Da war auch so eine Lehrerin, ich weiß den Namen jetzt nicht nennen, das war auch eine ganz andere Geschichte. War auf jeden Fall so, die hat auf jeden Fall auch andere, beziehungsweise Mädels, die halt so vorbezogen. Sprachen lernen, Bubble. Vorbezogen, genau. Sie hat Mädels vorbezogen. Und das fand ich natürlich halt eben auch nicht so korrekt. Und auf jeden Fall, ich kann diesen Typen, den Erik, auf jeden Fall absolut fühlen, Digga. Ich fühle dich zu 100%. Ich finde sowas auch generell einfach nur asozial. Ich meine, ich finde, ob Russe, kein Russe, Serbe, kein Serbe, Dunkelhäutiger, kein Dunkelhäutiger. Wir sind alles Menschen und jeder Mensch sollte gleichberechtigt werden. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und dann, es gibt halt, ja, es ist ungefähr so wie bei mir in den Custom Games oder halt auch so. Du sagst, ey Digga, keine Laserschwerter. Es wird von 15 Leuten, wird es bestimmt einen geben, der immer gegen die Regel verstößt. So ist es halt eben leider eben auch in der Schule. Und ich finde es asozial, dass die Lehrerin auf jeden Fall die ganzen Leute bevorzugt, Digga. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Da danke ich dir nochmal, Mystische, beziehungsweise Bruder. Junge, was ist gerade heute los, Alter? Mystische, Digga, dass du dieses Video gemacht hast. Kuss ihn raus, hast auf jeden Fall einen Like von mir. Chat, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, worauf ich reagieren soll, schreibt sie gerne auch per Instagram. Instagram-Name ist unten in der Bio verlinkt. An der Stelle haut rein, habt einen wunderschönen Abend. Böllert schön, passt eure Hand auf.
Beziehungsweise, ich weiß halt nicht, wann ihr euch das Video reinzieht. Ich hoffe, dass ihr euch das Video so früh wie möglich reinzieht, falls euch das heute noch reinzieht. Guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Falls ihr das Video aber 2020 anguckt, dann wünsche ich euch viel Erfolg 2020, viel Glück, viel Liebe, gute Schulnoten. Auch die Leute, die sich das Video jetzt 2019 reinziehen, ist jetzt auch völlig wurscht. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden, Digga. Haut rein. Ciao. Mit V.